Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Bettgeschichten. Seid ihr zum Beispiel schon mal im Bett erwischt worden? Was ist euer schönstes und schrägstes oder heftigstes Sexbetterlebnis? Was habt ihr mit einem Bett, wegen eines Bettes oder in einem Bett schon alles Ungewöhnliche erlebt? Und ernste Seite dieses Themas. Ich würde vielleicht unter Umständen auch gerne reden mit einigen Leuten, die sehr lange ans Bett gefesselt waren, mal in ihrem Leben aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls, oder die auch momentan im Bett liegen und schon sehr lange das Bett hüten müssen aufgrund einer Erkrankung. Also Bettgeschichten rund um das Thema Bett. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, das ist der Dirk. Dirk ist 35 Jahre alt. Hallo Dirk. Ja, hallo Domian. Hallo Dirk. Bettgeschichten. Und zwar geht es sich um das Thema, ich bin vor längerer Zeit meiner Verlobten fremdgegangen. Mhm. Und mit einer Prostituierten. Mhm. Und war jetzt in den letzten 2 Jahren im Gefängnis. Mhm. Und in der Zeit hat meine Verlobte dieses rausbekommen, dass ich vorher schon mal fremdgegangen wäre. Ja. Und ich habe das in der ganzen Zeit immer abgestritten, dass ich ihr fremdgegangen wäre. Kurze Zwischenfrage, wie hat die das denn rausgekriegt, wenn du im Gefängnis warst? Wie hat die rausbekommen, dass du vorher mal bei einer Prostituierten warst? Über eine Bekannte, die mich dort gesehen hat. Also. Und die hat es ihr dann erzählt. Ja, okay. Mhm. So, jetzt bin ich seit Februar aus der Haft entlassen. Mhm. Und wollte einen kompletten Neuanfang. Mhm. Und habe praktisch da erst meiner Verlobten das gestanden, dass ich ihr fremdgegangen bin. Aber während du im Knast warst, habt ihr darüber geschrieben und euch auch unterhalten, ob oder ob nicht? Sie hatte mir geschrieben und auch nachgefragt, ob ich ihr fremdgegangen mhm. wäre. Ich war aber eigentlich immer zu feige, ihr... Die Wahrheit zu sagen. Also du hast es während deiner Knastzeit abgestritten? Abgestritten, richtig. Und jetzt hast du ihr reinen Wein eingeschenkt? Ja, weil ich wollte einen kompletten Neuanfang mhm. machen. Mhm. Und und jetzt ist das Problem, dass sie in vielen Dingen immer wieder, ob es im Fernsehen ist oder sonstiges, immer wieder daran erinnert wird. Und wir dann immer wieder sehr großen Streit darüber bekommen. Hm. Ist das einmal passiert damals? Ist einmal passiert. Wie lange bist du insgesamt mit deiner Freundin zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre schon? Ja. Warum ist das damals dann einmal passiert? Ja, Domian, das war eine Kurzschlussreaktion von mir. Hm. Gut, wie ist die entstanden? Bist du alleine gegangen oder bist du mit einem Freund, mit einem Kumpel gegangen? Ich bin alleine gegangen. Hattest du Streit mit deiner Freundin vorher? Wir haben eigentlich sehr oft immer Streit gehabt. Ja. Und aus diesem Streit heraus ist das dann mal so passiert? Ja. Hat es dir denn damals gleich leid getan danach? Oder hast du gedacht, naja, war halt so? Doch, mir hat es schon leid getan und... Ich habe das auch die ganze Zeit immer mit mir rumgetragen. Mhm. Und, Wie war das denn für dich? War das geil für dich, bei der Prostituierten im Bett zu sein? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil mir dann der Gedanke wieder an zu Hause kam. Dann kam das schlechte Gewissen. Ja, genau das. Aber du hast schon einen noch hochgekriegt da. Ja. Ja. Nach kleinem Nachdenken kam dann doch ein Ja. Weswegen warst du im Knast eigentlich? Ich saß wegen Betruges. Mhm. So, du bist wieder draußen und die Sache hängt euch dann immer noch nach. Die hängt uns sehr gewaltig nach. Wie ist denn dein Gefühl deiner Freundin heute? Ich liebe sie über alles. Ja. Bist du jetzt im Moment alleine in der Wohnung oder irgendwo anders oder ist sie zufälligerweise sogar da? Sie sitzt neben mir. Ach, sie sitzt neben dir sogar. Könnte ich denn mal ein paar Worte mit ihr reden? Ja, sicher. Das ist super. Hallo Domian. Hallo, wie heißt du? Angela. Ja. Angela, jetzt habe ich die Geschichte gehört. Ja, nicht so toll. Das ist natürlich ziemlich beschissen, wenn er war 2 Jahre im Knast.
Ja, genau. Und du hast ihm immer wieder geschrieben? Hab ihn darauf angesprochen halt. Wenn du ihn besucht hast, hast du ihn angesprochen darauf? Ich habe ihn nicht besucht. Ich habe nur geschrieben, weil ich das halt erfahren habe. Warum hast du ihn nicht besucht? Weil ich keine Lust dazu hatte. Wegen dieser Sache? Nein, der hat mich auch 7 Jahre belogen. Das hat er gerade nicht gesagt. Die ganzen 7 Jahre über belogen. Mit anderen Dingen, oder wie? Mit anderen Dingen. Ob es arbeitsmäßig war, wegen Kleinigkeiten, irgendwelche Ach so. Sachen halt. Ach so, das heißt, da war die ganze Sache schon ziemlich angeknackst, als er in den Knast gegangen ist. Genau das, ja. War die Sache, als er, überhaupt die Tatsache, dass er straffällig geworden ist, für dich auch nochmal ein Rückschlag? Ja, natürlich, auch. Mhm. War das seine erste krumme Sache oder hatte er vorher schon was gemacht? Nein, war schon mal. Schon mal. Und das heißt, du hattest die Hoffnung, er kommt wieder auf die richtige Bahn und dann wieder was? Ja, und dann das zusätzlich, dann mit dem Fremdgehen halt. Und das auch noch dann? Genau. Mhm. Aber ihr seid noch zusammen, das heißt, du bist bei ihm. Ja, wir sind zusammen, nur ich komme da nicht klar mit. Ich weiß gar nicht, ich bin hin und her gerissen. Ich hatte gerade so gedacht, mein Gott, nun mal, das ist einmal und vor vielen Jahren passiert. Aber es geht ja dann eben nicht nur darum, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Genau, das ist der Hauptknackpunkt. Mhm. Ist das so schlimm, dass ihr im Moment irgendwie gar nicht so richtig zueinander kommt und immer Spannung in der Luft ist? Jede Minute. Jede Minute. Jede Minute. Ja. Oh, das ist also ein hochexplosives Gemisch bei euch. Genau das. Wenn du es noch so auseinander fummeln kannst, neben dem Misstrauen und dem schlechten Gefühl, ja. Wie viel Zuneigung und Liebe ist da noch da? Ganz ehrlich, nicht mehr viel. Oh. Oh. Weil ich sag mal, guck mal, ich kam nach Hause und hab jetzt die ganzen 2 Jahre, wie gesagt, abgestolten. Ja. Sitzt dann neben mir auf der Couch und meint dann so knallhart, ja, okay, ich bin dir fremdgegangen. Ja. Also da war kein Gespräch da. Ja. Gar nichts. Einfach so mal eben. Ich hab's gemacht und dann war gut. Wenn er dir das aus dem Knast gestanden hätte, wäre das für dich einfacher gewesen? Dann hätte ich mir meine Gedanken machen können, ob ich das schaffe oder nicht. Aber so bist du jetzt... Das hat er ja nicht gemacht. Mhm. So bist du... Hat er dir das vor den Kopf geknallt alles und du stehst da und weißt gar nicht mit allem jetzt was anzufangen? Genau, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Mhm. Mhm. Er hat es gerade schon gesagt, ich hatte es nicht ganz richtig verstanden. Wie lange ist er jetzt aus dem Knast raus? Seit Februar. Seit Februar, mhm. Und er hat auch keine eigene Wohnung, das heißt, er muss bei dir wohnen. Der muss bei mir wohnen, ja, genau. Ja. Klingt nicht gut, Angela. Nee, ich weiß auch gar nicht deswegen. Ich wollte gerne Rat bei dir, weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, der wäre ja wirklich das Beste, wenn ihr, ich meine, du fühlst dich eben schon noch irgendwie verbunden und verpflichtet oder verbunden auch. Verbunden, sag ich ganz ehrlich, ist vielleicht meine Einsamkeit. Bitte? Weil meine Einsamkeit. Ach so, das heißt, du hast auch Angst vor der Einsamkeit und dann nimmst du ihn in Kauf. Genau, und das wusste der. Der wusste von meiner Krankheit. Ich habe mit Depressionen und Angstzuständen zu tun. Mhm. Ich habe Morbus Crohn. Oh. Also kommt vielerlei zusammen. Ja. Und das wusste er halt. Und hat trotzdem die Scheiße gebaut. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ist so. Ja. Was ist denn das für dich für eine Vorstellung, wenn, nehmen wir mal an, er würde jetzt ausziehen und hätte eine eigene Bude. Wäre das für dich eine Erleichterung? Das ist ja das. Das ist immer so ein Gefühls hin und her. Wenn ich sehe, der packt, dann werde ich traurig und denke, du bist naja alleine. Mhm. Aber innen drin weiß ich, irgendwo wäre das okay. Mhm. Weißt du, Angela, nur aufgrund der Tatsache, dass du nicht alleine sein kannst, das ist keine Grundlage für eine Beziehung. Da ist schon vorprogrammiert, dass ihr euch immer wieder in die Haare kriegt. So wie du es jetzt gerade geschildert hast, klingt es wirklich desaströs, die ganze Angelegenheit. Ja. So dass wahrscheinlich sowieso das Allerklügste wäre, wenn ihr erstmal etwas auseinandergehen würdet, räumlich zumindest. Wie ist das denn mit einer Therapie? Ja, du brauchst. Paartherapie eventuell oder. Ja, wenn du sagst, okay, ich sehe vielleicht doch noch einen Hauch von Chance in der ganzen Sache, finde ich das immer gut, das zu machen. Ja. Würdest du es denn machen? Ich würde es machen. Da gib mir doch mal den Dirk nochmal, Angela. Ja, okay. Danke, Domian. Tschüss, Angela. Tschüss. Ja, Domian. Das war ja heftig, was sie gerade gesagt hat. Ja, ich habe sehr viel Mist in der ganzen Zeit gemacht. Boah, also sie hat ja eine ganz klare Aussage. Die ist ja wirklich bedient, die Angela. Das heißt, da trägst du auch schon ganz heftig Schuld dran. Das ist richtig. Und ich möchte auch gerne ihr dabei helfen,
dass unsere ganze Situation wieder positiv wird. Dass, ja, da musst du nicht ihr beihelfen, sondern da musst du halt auch was unternehmen. Ich meine, sie hat gerade, eigentlich hatte ich im ersten Moment gerade gedacht, als ich mit ihr gesprochen habe, die Sache ist kaputt, die kann man vergessen. Aber sie hat das ja gerade angesprochen mit dieser Paarberatung und Paartherapie, dass sie dazu noch bereit ist. Du auch? Auf jeden Fall. Ja, dann macht es. Dann macht es. Ihr habt ja nur zu gewinnen. Dann macht es. So werdet ihr nicht weiterkommen, wie das jetzt im Moment so verfahren ist. Ja. Dann macht es auf jeden Fall. Das Problem ist ja auch, ich sag jetzt mal, wenn wir zusammen Sex haben, dann wird sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Wenn abends im Fernsehen die 090er-Nummer laufen, genau dasselbe. Dirk, ist mir klar, aber ich habe ja gerade gehört, dass da noch ganz viele andere Sachen sind, die... Ja, klar. Weißt du, wenn es jetzt nur diese Sexgeschichte damals gewesen wäre und alles andere wäre im Lot, dann hätte ich jetzt schon noch mehr auf die Angela eingesprochen, dass sie dir vielleicht vergeben soll. Aber da ist vieles, vieles nicht in Ordnung. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ja, das habe ich gerade gehört. Pass mal auf, jetzt geben wir dir und euch mal eine Beratungsstelle in eurer Gegend. Und ja. Dann würde ich wirklich euch dringend raten, so schnell wie möglich da einen Termin zu machen und dahin zu wandern. Ihr könnt nur gewinnen, eine Erkenntnis gewinnen, wo immer das dann auch hingehen mag. Ja? Ja. Lieber Dirk, du legst auf, schöne Grüße an Angela nochmal und wir rufen gleich zurück. Vielen Dank, Domian. Alles Gute euch beiden. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr lieben Bettgeschichten. Ich möchte gerne mit euch reden über das Bett, was ihr so im Bett oder wegen eines Bettes schon alles erlebt habt. Das kann anfangen bei der Sexgeschichte, das kann enden bei einer schweren Krankheit, wegen der man sehr lange oder vielleicht sogar auf Dauer ans Bett gefesselt ist. Bettgeschichten, unser Thema 0800 220 50 50, unsere E-Mail domian@wdr.de. Hier ist Basti und Basti ist 17. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Basti. Schön, dass ich mal erreiche. Ja, schön, dass du da bist. Und zwar, meine Eltern haben mich mit einer Gummipuppe im Bett erwischt. Nein, sag bloß. Ja. Du hast ja also so eine aufpassbare Frau gekauft. Nein, und zwar, mein Kumpel hat eine gekauft, der ist schon 20. So. Weil er keine Freundin hat. Da muss die Gummipuppe her. Ja, und da... Was kostet denn so eine? Hat er dir erzählt, was so ein Ding kostet? Ja, er hat gesagt 50 Euro. Das ist eine günstige, glaube ich. Ja, ist eine günstige. Oder ist es eine gebrauchte? Bei eBay? Ist eine günstige. Eine günstige, okay. Ja, und da hat er gesagt, das musst du unbedingt mal ausprobieren, das ist geil. So. So, und ich natürlich, na komm, gib zu mir. Ja. Dann habe ich es mit ihm genommen. Dann hast du es aufgeblasen? Nein, dann habe ich gewartet. Meine Eltern wollten zu Tschechien fahren am Wochenende. Ja. Und sind sie gefahren. Ja. Und ich habe natürlich aufgeblasen. Ja. Und dann habe ich mit ins Bett genommen. Und hast losgelegt. Und dann habe ich losgelegt. Das volle Programm. Ja, genau. Und auf einmal standen die Eltern bei mir im Zimmer. Dann waren die aber schnell zurück aus Tschechien. Die haben was vergessen. Ich weiß es nicht. Das ist aber peinlich. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Was hast du denn da gemacht und gesagt? Ich wusste erstmal nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich bin rot angelaufen. Die sind in dein Zimmer gekommen? Ja. Haben die nicht angeklopft? Nein. Nee. Die Tür stand ja ein Stück auf. Ach so, weil du ja ganz siegessicher warst, da kommt keiner. Ja, genau. Ja, wie was haben die gesagt? Was hast du gesagt? Also die stand erstmal da und musste natürlich im ersten Moment lachen. Ach, sie haben doch gelacht. Ja, ein wenig haben sie gelacht, ja. Ja. Und ja, und ich stand da so, was machst du jetzt? Ich wusste nicht. Lagst du denn, als die reinkam, auf der Gummipuppe drauf? Sie lag auf mir. Sie lag auf dir. Ja. Darf ich fragen, welche Haarfarbe die Gummipuppe hatte? Blonde Haare hatte sie. Blonde Haare, einen offenen Mund, so wie das die Gummipuppen haben. Ja, genau. Und den Rest kann man sich ja denken. Ja, genau. So, die lag also auf dir. Ja, die lag auf mir. Hast du sie denn dann weggelegt oder hast du sie an dich gedrückt, während die Eltern dann in der Tür standen? Na, ich hab sie dann weggeschmissen. Aber dann lagst du doch ganz nackig da. Ja, ich lag ganz nackig da, hab mir natürlich dann eine Decke über mein Genital gezogen. Ja. Und dann kam meine Mutter zum Bett und hat natürlich die Gummipuppe genommen und hatte, ja... aber so auseinandergeschnitten. Ach, oh,
So heftig? Ja. Die hat die Gummipuppe auseinandergeschnitten? Ja, die ist... Mit einer Schere oder was? Ja, bei mir lag eine Schere und die hat sie genommen und dann hat sie die auseinander geflickt. Oh, das war eine aggressive Tat. Ja, und dann hat sie gleich... Und dann hat sie gesagt, zieh dich an. Und dann saßen sie in der Küche. Ich musste in die Küche kommen. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, also das war doch dir peinlich, oder? Ich denke, ja. Und zwar, wir haben uns ausgedacht, du kriegst 3 Wochen Hausarrest. Och. Und du darfst deinen Kumpel nicht mehr besuchen und nicht mehr sehen. Och. Gleich so extrem, also. Und das wurde auch dann durchgezogen? Ja, bis heute. Wann war das genau? Vor 10 Wochen. Mensch, sind deine Eltern aber hart drauf. Das ist doch nicht so schlimm, was du da gemacht hast. Ja, finde ich auch. Also mir ist es heute noch peinlich. Ja, es ist peinlich, aber dass die da so heftig reagieren, als hättest du irgendwie was ganz Schlimmes gemacht. Du hast ja niemandem geschadet und das war eher ein Spaß. Und jetzt ist die Gummipuppe im Wert von 50 Euro kaputt. Musstest du die jetzt auch noch zahlen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Nein, musste ich nicht. Nee? Nein, meine Eltern mussten die zahlen. Ehrlich, haben die ja. Puppe dann gezahlt? Ja. Was machst du? Bist du Schüler noch oder machst du eine Lehre oder arbeitest du? Ich bin im ein Vorbereitungsjahr. Ach so, das heißt, du hast auch nicht viel Kohle und könntest das gar nicht. Ja, genau. So bezahlen. Und da könnte ich das nicht bezahlen und die haben natürlich bezahlt, weil die Mama hat sie ja immerhin kaputt gemacht. Und dann wurde die entsorgt, irgendwo im Müll. Ja, und dann war ja noch das Kuriose, da kam unsere Nachbarin runter. Ja. Und meinte, wen die Gummipuppe gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, warten Sie mal, ich bin mein Vater. Ja. Und dann kam mein Vater an der Tür. Ja, die gehört mein Sohn. Wir haben sie auseinandergeschnitten. Hm. Er lag mit ihr am Bett und da haben die das ganz schön rumerzählt. Ach, das auch noch. Ja. Das heißt, du bist jetzt zum Gespött der Nachbarschaft geworden. Genau. Von der ganzen Straße. Oh, da hast du es aber doppelt und dreifach die Strafe abgekriegt. Ja, die zeigen jetzt mit dem Finger auf mich und ja. Och, was meinst du, was die alles im Stillen und Geheimen machen? Würde ich mir nichts draus machen. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen entsetzt über deine Eltern, muss ich sagen. Dass die so hart mit dir umgehen. Ich meine, du bist ja immerhin ein Kerl von 17 Jahren. Du bist bald erwachsen und volljährig. Und wenn du mal mit einer Gummipuppe, mein Gott nochmal, also. Man kann auch päpstlicher als der Papst sein. Das ist halt so. Meine Eltern sind so, ich weiß auch nicht. Ja. Ja, und ich habe noch eine Schwester. Wie alt ist die? 5 Jahre. Ach so. Und da haben sie es natürlich auch gesagt. Ja, aber das kleine Mädel kapiert das doch nicht, oder? Nee, und da kam sie zu mir, was ist eine Gummipuppe? Ja. Ich glaube, meine Eltern übertreiben das ein bisschen. Die sollten dann mal ein bisschen lockerer sein. Ja, meinte ich auch. Wie weit warst du denn schon... gekommen mit der Puppe. Also warst du denn schon gekommen in der Puppe? Na, wo meine Eltern dann, wo ich die Puppe dann weggeschmissen habe, habe ich einen Orgasmus bekommen. In dem Moment? Ja. Das wird ja immer schöner. Haben die das auch noch mitbekommen? Nein, nee. Da hatte ich die Decke ja schon. Da hast du schon die Decke über das Genital gelegt. Genau. Ja, Basti, jetzt bist du bedient in Sachen Gummipuppe, ne? Genau, auf die übelste Sache. Auf die übelste Sache. Ja. Ich werde mir so nie wieder sowas... Nie wieder eine Gummipuppe. Oder ähnliches. Nie. Aber ich muss sagen, es hat mir gefallen. Ja, das wollte ich gerade noch fragen. Wie war das denn überhaupt? Das ist ja doch so Plastik, ne? Aufblasbares Plastik. Ja, die konnte auch schreien. Also, die konnte auch schreien? Ja. Also war so eine kleine Stimme drin. Oh, konnte sie machen, wisst ihr? Und das hat dich schon ein bisschen angemacht? Ja. Ja. Ich muss sagen, die Freundin, die ich bis jetzt hatte, war nicht so gut wie die Gummipuppe. Hoffentlich hören jetzt die Freundin nicht zu von früher. Da sind die natürlich zutiefst entsetzt. Ja. Aber du hast im Moment keine Freundin. Oder hattest du derzeit keine Freundin? Nein, ich bin solo. Sonst hättest du da auch noch Ärger gekriegt, dann wäre die Freundin eifersüchtig auf die Gummipuppe gewesen. Genau. Und das wollen wir dann nicht. Du bist ja nur schon gestraft genug. Ja. Und da wollte ich fragen, ob ihr auch einen Ruf machen könnt für Werbau. Ja, was? Ob sich da jemand melden kann. Für was? So eine Mädchen.
Nee. Ich suche nämlich wieder eine. Ach nee, das machen wir nicht, Basti. Weißt du, wenn ich damit einmal anfange, dann will jeder Anrufer sowas machen und dann ist die Sendung, hier geht's ja, wir wollen uns ja unterhalten und keine Aufrufe machen. Und das mache ich in ganz seltenen Fällen bei schwerkranken Leuten, wenn die Kontakte haben wollen oder so. Ach so. Aber du kannst ja so auf normalem Wege ein Mädchen finden. Bin ja, ich ganz sicher. Ich hoffe. Bist jetzt ein erfahrener Mann, hast ja schon eine Gummipuppe auch schon gehabt, also so viel. Ja, danke, dass du angerufen hast. Eine schöne Geschichte und du bist... aber ich hoffe, dass du da auch irgendwann mal drüber schmunzeln kannst und die Peinlichkeit dann allmählich dann verblasst. Ja, ich hoffe es auch. Ja. Alles Gute, Basti. Okay, kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nächste Woche übrigens sind wir 2 Wochen in unserer Osterpause. Also nächste Woche und dann die Woche. Und wir haben morgen nochmal Sendung, klar. Und dann sind wir 2 Wochen nicht da. Heute heißt unser Thema Bettgeschichten. Ich möchte gerne mit euch über all das reden, was ihr in einem Bett an skurrilen, schrägen, ungewöhnlichen oder auch traurigen Sachen schon erlebt habt. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Linda. Linda, 21. Guten Morgen. Morgen. Hallo Linda. Was hast du denn erlebt im Bett? Ja, ich hatte quasi mal Telefonsex, aber im entferntesten Sinne. Im entferntesten Sinne? Ja. Telefonsex im Bett, oder wie? Ja, irgendwie schon. Also, ich bin zum Kollegen gefahren, zum Kollegen, und der meinte so, ja, ich habe da schon mal was vorbereitet und so, hat mir die Augen verbunden. Und dann merkte ich dann irgendwann, dass ich halt, ja, aber was in mir drin hatte. Wie bitte? Ich wusste aber nicht, was das war. Aber das war ein normaler Kollege oder war es ein Freund oder eine Affäre? Eine Affäre. Eine Affäre. Also da wurde Sexualität war da nicht tabu. Nö. Nee. Genau. Ja. Ja, und ich habe mich dann die ganze Zeit so gefragt, so, boah, was ist das denn? Und ja. Voll komisch. Ja. Und als wir dann irgendwann fertig waren, meinte ich so, oh, ich habe Durst, hol mal bitte was zu trinken. Er ist dann runtergestiefelt. Und während er dann weg war, guckte ich mich dann im Zimmer um, guckte dann so, ja, was war das denn, was er benutzt hat? Hat er jetzt irgendwas besorgt oder so? Mhm. Also, hat er bestimmt nicht. Dann guckte ich auf den Boden rum und dachte mir so, oh, nee, da lag nämlich ein Handy. Da lag ein Handy. Und das war in so einem gelben Sack eingetütet mit einem Gummiband befestigt und das hat er dann einfach mal benutzt. Das hat er quasi so als Dildo benutzt? Ja, genau. Ja, also das war dann schon Telefonsex im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so ein Ding ist doch so eckig. Hast du das nicht gemerkt? Und ja, natürlich habe ich das gemerkt. Aber das hatte ich ja gerade irritiert. Das war unangenehm, aber ich fand es irgendwie witzig. Und der hat das eingepackt in was für ein Material? Das war ein gelber Sack, den er so abgerissen hat, dann drüber gestülpt und dann mit dem Gummiband befestigt. Ach, ein gelber Sack aus was für ein Material? Also aus Kunststoff oder? Ja, so ein ganz normaler gelber Sack halt. Ach so, du meinst diese Müllsäcke? Ja, genau. Ach, ich denke mal, was meint sie mit einem gelben Sack? Ach so. Mhm. Aber es hat währenddessen nicht geklingelt. Übler Schatz am Rand. Nein, das war ein altes Handy. Ach so, das wäre natürlich noch schöner gewesen. Es gibt ja auch Vibrationshandys, ne? Ja, stimmt, das habe ich mir auch gefragt. Warum hat er das nicht gemacht? Hätte er mich anrufen können. Ja, das wäre natürlich ganz geckig gewesen. Auf Vibrationsalarm und... Moment, ich muss mal eben telefonieren. Ja, richtig. Ne? Und du warst mit verbundenen Augen, lagst du da? Und hast also über dich ergehen lassen? Ja. Wie war es denn mit dem Telefon? Eher normal nicht, also war halt irgendwie sehr ungewohnt, weil war auch nicht sehr schön. Oh, nee, ich stelle es mir auch nicht so dolle vor. Wie kam man denn auf so eine komische Idee? Das weiß ich nicht. Also, man kann ja alles Mögliche ausdenken. Aber ein Handy in einen gelben Sack zu packen und dann sowas zu machen, ist ja schon ein bisschen krass. Ja, klar. Seid ihr so drauf? Habt ihr so pfiffige, ungewöhnliche Sexideen, ihr beiden? Nee, mittlerweile nicht mehr. Bist du mit ihm nicht mehr verbandelt, oder wie? Nee, nicht mehr. War das eine reine Sexaffäre, dieser Typ? Ja. Ja. Ja, aber ich meine, da sind noch so ein paar andere Sachen passiert. Zum Erzähl Beispiel, sie uns. Das Bett zusammengekracht ist. Ach so, also, das Bett ist zusammengekracht. Ja, weil das es war so, ein anderes Mal. Weil es so hart zur Sache ging. Ja. War es aber auch nicht ein stabiles Bett, oder? Ich weiß nicht, das war wohl irgendwie ein altes Bett von seiner Schwester oder so, da ist einfach der Lattenrost komplett zusammengekracht. Das ist auch ein schöner Effekt, ne? Wenn man so mitten im Hochgenuss ist und dann kracht das Ding zusammen. Ja, wir haben uns, glaube ich, nicht sehr dran gestört und haben einfach weitergemacht. Aber dann wart ihr doch eingestürzt und habt dann trotzdem ist ja egal. Die Matratze lag ja noch drauf und hat euch dann... Und was war noch so passiert? Du hast gerade eine Andeutung gemacht.
Ja, wir waren auf einer Party und da haben halt alle irgendwie im Wohnzimmer gepennt, ich halt auch. Und während alle anderen halt geschlafen haben, da hatten wir halt auch wieder Sex gehabt und das hat auch keiner mitgekriegt. Wie viele Leute waren anwesend? Drei andere Typen, glaube ich. Wobei das Witzige war, ich lag auf dem Sofa mit dem Typen, mit dem ich halt später Sex hatte und auf dem anderen Sofa lag halt auch ein Kollege von mir und ich merkte dann irgendwann, als das Licht ausging, dass der eine Kollege mich gestreichelt hatte und der andere auch. Und das war halt irgendwie eine ganz komische Situation, weil beide wussten nichts voneinander und beide haben mich irgendwie angepatscht. Und als dann der eine mit dir so richtig zur Sache kam und ging, hat der Dritte das dann bemerkt? Nee, der hat ja geschlafen. Dann hat er geschlafen? Ja. Das ist schon spannend, ne? Wenn man da Sex hat inmitten von anderen Leuten und man muss vorsichtig sein, dass die nicht wach werden. Ja, es war ja nicht das letzte Mal. Also, was auch noch eine lustige Geschichte war, meine Freundin, die hatte einen Freund und der hat dann mit dem Schluss gemacht. Und an dem Abend haben wir halt irgendwie komische Sachen gemacht und dann habe ich halt bei ihr gepennt mit meinem Freund. Und morgens hatten wir dann halt auch ein bisschen Sex gehabt. Und sie ist halt wach geworden, hat sie mir halt im Nachhinein erzählt und wollte uns dann halt nicht so direkt drauf ansprechen, sondern hat dann so getan, als ob sie gerade aufwachen würde. Aha. Und hat aber ein bisschen vorher schon gelauscht. Weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Ja, mit dem Handy ist natürlich eine tolle Geschichte. Mhm. Aber das war jetzt einmal und das muss auch nicht nochmal passieren. Nee, ne? Muss nee, nicht. Nee. Also ich weiß auch nicht, wer darauf gekommen ist. Also es war nicht so toll, aber irgendwie witzig. Hat er dir das auch gar nicht erklärt, wie er auf die Idee gekommen ist und was das sollte? Er hat sich überlegt, dass er irgendwas machen wollte und dann lag da wohl das Handy. Ich weiß es nicht. Ja, aber er hätte das wirklich auch auf die Spitze treiben müssen und es dann klingeln lassen sollen. Ne? Ja, hätte er mal machen sollen. Das wär dann perfekt witzig gewesen. Ne? Ja, klar. Ja. Linda, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Bettgeschichten, unser Thema heute Nacht, 0800 220 5050 und hier ist Achim. Achim ist, wo ist er? Hier ist Achim, 46, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Achim. Hallo. Thema Bettgeschichten. Ja, eher ein Geflüster. Ein Bettgeflüster? Ja, soll ich ein bisschen das lauter machen? Oh Gott, nee. Ja, es ist so, wir waren in Südamerika. Wer ist wir? Wir sind damals ausgewandert mit den 90er Jahren. Mhm. Ich, der Micha, mein Spezialfreund, Koch und Angelo. Und wir gingen nach Südamerika, sprich Brasilien. Also drei Jungs? Drei Jungs. Ihr seid ausgewandert nach Brasilien? Ja. Wie spannend. Ja. Wie spannend. Doch schon. Wohin nach Brasilien? Ja, nach Rio. Nach Rio. Ja. Und um was dort zu machen? Ja, um erstmal Ferien zu machen, Urlaub zu machen, Abstand zu gewinnen von Deutschland, mal was anderes zu sehen. Gut, aber man muss ja auch leben. Man muss leben, ja, die Mittel waren da. Ach, die waren da, ach so. Mhm. Das ist natürlich dann toll. Ja, gut. Das ist klar, das ist Voraussetzung. Und und da haben wir das, uns gut getan, uns gut gehen lassen und haben uns erst mal Rio angeguckt und der Freund von mir, der gute Michael, der war ja schon um die Welt gegondelt vorher und kann das also ein bisschen. Wir sind nach Paraty. Mhm. Paraty ist so 400-500 Kilometer südlich von Rio. Mhm. Das ist auch ein Weltkulturerbe übrigens. Ja. Diese kleine Stadt da. Ja. Und da ziehen auch Wale vorbei und so weiter und so fort. Also ganz lustig. Wir haben da auch eine Bananenplantage irgendwann mal gekauft und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ging das so weit, dass wir dann da runtergefahren sind mit dem Bus. Das ist übrigens sehr schön an der Küste entlang. Und ich bin gespannt, wie du auf das Bett kommst. Ja. Ja, genau. Und der Micha, der alte Halunke, hat mich dann reingelegt und ich kann das als Europäer natürlich nicht und wir waren dann natürlich auch in der Unterkunft, die hier wohl nicht dem so entspricht, wie man das als Europäer unbedingt kennt. Und er wusste das wohl. Er hat schon später kaputt gelacht darüber. Und wir waren dann auf einer Fete. Und ich kam dann nach Hause und ich habe es gar nicht gesehen. Erst ist auch so ein bisschen dämmeriges Licht und so. Und
sehr spülwarm und da macht man auch nicht so viel unbedingt so helles Licht wegen den Moskitos und Fliegen und Gram und so. Und ich lege mich ins Bett und irgendwann morgens ins Bett dann nach einer Fehde mit den Einheimigen da und auf einmal, da ist doch irgendwas und habe ich dann sofort irgendwie gedacht, es kann nicht sein, Schlangen und sowas gibt es nicht. Obwohl es das schon gibt, aber... Also da ist irgendwas im Bett oder was? Im Bett war das. Bett. Also ich habe im Bett gelegen. Ja, und du hast gemerkt, irgendwas ist da. Irgendwas ist da, ja. Was war denn da? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, das geht von unten, fängt das an, von den Füßen und an den Schenkeln, Schienbeinschenkel, krabbelt das hoch an den ganzen Körper entlang, aber doch nicht ganz hoch bis zum Kopf, sondern unter das Kopfkissen, irgendwie am Arm entlang. Aber da war es schon hell und du konntest gucken. Nee, es war dunkel. Es war dunkel noch. Es war immer noch dunkel. Und ich habe erstmal nichts dabei gedacht. Ja, aber macht man denn nicht panisch sofort das Licht an und guckt, was das ist? Ja, Gott im Himmel, ich liege im Bett irgendwo im fremden Land und ich bemerke, dass irgendwas an mir hochkrabbelt, da würde ich doch irre werden. Naja, gut, ich meine, wir haben schon ein paar Caipirinhas. Und, okay, erzähl weiter. Ja, und dann war es eben so, dass ich die Bettdecke zurückgeschlagen habe und sehe, dass da eine Ameisenstriete hochlief durch das ganze komplette Bett von mir, was ich vorher überhaupt nicht gesehen hatte. Ach. Mein lieber Mann, und das sind ja die Königinnen, was da alles gibt. Die also tausende von Ameisen, ein ganzer Ameisenzug. Ameisen, die Arbeiter, die da alles hochgeschleppt haben. Und wo schleppen die das hin? Ja, irgendwo hinten und das Bett wieder runter. Also nicht in deine Ohren oder so? Ja, in meine Ohren nicht. Wie schrecklich, der ganze Körper, eine Ameisenstraße ging über deinen Körper. Ja. Wie verhält man sich denn da klug? Ich weiß nicht, ob die stechen können, ob die irgendwie... Na, das waren wohl nicht solche... Waren das große Ameisen oder eher kleine? Ah, das waren nicht die ganz großen, diese roten, die da wohl irgendwie so gefährlich sind. Also mittelgroße? Ja, kleine. Und auch nicht so gefährliche. Was hast du gemacht? Aufgestanden, vorsichtig? Ja, ich bin aufgestanden und habe dann... die Bettdecke zur Seite. Der Micha hat das natürlich gewusst, der hat die ganze Zeit, der hat ja neben mir gelegen im anderen Bett und der hat es ja extra gemacht, weil bei ihm waren sie wohl auch. Ach so, der Schlingel wusste das und hatte seinen Spaß. Und hat mich da reingelegt und ist dann auf, Licht an, ja. Decke zurück und da habe ich die ganze Street gesehen. Die waren ja ziemlich eifrig, mein lieber Mann. Wie hast du die denn vom Körper abgekriegt? Ach, ich will ja sagen, die sind an mir vorbeigelaufen. Am Körper, aber nicht am Körper direkt. Ach so, ich dachte, die wären auf deinem Körper gewandert. Schon, aber sie haben ihre Straße irgendwie weitergemacht. Ich weiß auch nicht, wie die Ameisen. Also, das war dann, nachdem du aufgestanden warst, war es nicht mehr so dramatisch. Nein, auf keinen Fall. Nee. Ich habe das dann nur gesehen und habe dann mir gedacht und habe mir das mal angeguckt, habe das auf Video festgehalten und das war unheimlich, wenn man das jetzt so sich mal vorstellt als Europäer. Also, um Gottes Willen, ich will da nichts gegen sagen. Das war schon ein Erlebnis für mich. Was du nie vergessen wirst, wenn du an Brasilien denkst. Lieber Mann. Wenn ich gleich ins Bett lege. Nein, aber das war schon irgendwie Wahnsinn. Verstehe. Aber die ganze Sache ist ja gut ausgegangen und nicht irgendwie mit giftigen Stichen oder Vergiftung oder so geendet. Das war eher ein Scherz. Das war eher ein Scherz und das schien auch nur... Weil bei diesen schwierigen Themen, die vielleicht gleich noch kommen, vielleicht was Lustiges. Ja. Also ich danke für deinen Anruf, Achim. Das war eine nette kleine Geschichte. Alles Gute wünsche ich dir. Bitte. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Anna. Anna ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Anna. Hi. Auch zum Thema Bettgeschichten. Genau. Aber auch eher so was Kurzes und Lustiges auch eher. Ja. Und zwar war das vor ein paar Jahren Silvester Hüttenurlaub gehabt und in den Bergen? In Skandinavien am Strand war es. Ziemlich kalt, wir waren irgendwie 10 Leute, waren halt in der Hütte und wurde auch viel getrunken und dann kam es zu einem One-Night-Stand mit einem Freund, Bekannten, wie auch immer, den hatte ich dann schon ein paar Jahre lang nicht gesehen, hab den dann Silvester wieder getroffen. Mhm. Und dann kam es halt dazu, dass wir dann einen One-Night-Stand hatten. Und in der Hütte? Genau, ja. Und dann waren wir auch schon gut dabei und ich wollte ihn fragen irgendwie, bist du schon drin oder ich
also ich war noch gar nicht in Fahrt, ich war gerade eben so in Fahrt. Und dann hat er so, ja, ich bin schon gekommen, es ist schon passiert. Und da wusste ich dann gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Und es war für ihn peinlich und war, ja, für mich auch irgendwie unangenehm. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ach so. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Und dann hat ja der Knabe sich dann zur Seite gerollt und geschlafen. Genau. Wie man das, wie Frauen das oft so kennen, ne? Genau, er hat sich zur Seite gerollt. Wir waren auch beide gut betrunken und da war nichts mit One Night Stand. Das war also für ihn wahrscheinlich schon. Aber er hatte sein Späßchen und du armes lagst da und warst gerade so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Genau. Und lagst in der kalten Hütte am skandinavischen Strand Silvester. Genau. Bist du denn in die anderen Tage noch ein bisschen auf deine Kosten gekommen? Nee, nicht wirklich. Nee. Der hat dann, also wir haben dann am nächsten Tag auch gar nicht mehr miteinander geredet und ich bin auch am nächsten Tag oder am übernächsten, glaube ich, schon wieder abgereist und ja, das ja, war's. So kann's gehen, Anna. Ja. Aber es gibt auch andere Männer, es kommen auch andere Männer. Ja, auf jeden Fall. Ach nee, das liegt schon Jahre zurück und ich denke, man muss es mit Humor nehmen. Ja, na sicher. Danke für den Anruf, Anna. Ja, tschüss. Ja, auch. Tschüss. Hier ist Claire und Claire ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Claire. Oder, ja, Claire, ne, so sagt man. Ja. Das ist richtig, ja. Du hast dich auch gemeldet zu unserem Thema. Warum? Warum? Ich habe im Internet jemanden kennengelernt. Mhm. Und, also nicht um eine Beziehung aufzubauen, wir haben zuerst nur geschrieben, bisschen telefoniert und dann haben wir rumgesponnen am Telefon, was man so alles machen könnte oder, und dann haben wir uns entschieden, ein Darkroom zu machen. Darkroom zu machen? Oder Sex im Darkroom. Sex im Darkroom? Mhm. In welchem Darkroom? Wo? Bei ihm zu Hause. Also es wurde in einem Darkroom eingerichtet quasi? Ja, es wurde alles abgedunkelt und also er hat mich schon im Bett empfangen, also er lag schon im Bett. Moment, du hast ihn erstmal nur übers Internet kennengelernt. Ja, ist ziemlich gefährlich, das weiß ich. Ja, ich will mir das nur genau vorstellen. Ihr habt gechattet, habt ihr auch telefoniert? Ja. Ich habe telefoniert. Und dann wurde das so vereinbart. Wohnte er wahrscheinlich in deiner Gegend? Ja, so 20 Kilometer. Mhm. Dann und ich ging auch nur bei ihm, weil ich halt nicht allein wohne. Ich habe Kinder hier wohnen, da kann man nicht ist klar. Die Schote reißen. So, dann hat der ein Zimmer in seiner Wohnung komplett verdunkelt, so wie eine Dunkelkammer. Ja, genau. Dass man nicht sehen konnte. Nein, ich konnte nur der Stimme folgen. Und er hat gesagt, du sollst dann kommen in diesen Darkroom. Mhm. In diesen Dunkelraum. Genau. Wie ging das? Dann hast du bei ihm geklingelt? Er hat mir erstmal eine Wegbeschreibung geschickt per E-Mail, ja, damit ich da auch hinfinde. Und dann die Handynummern hatten wir ausgetauscht. Mhm. Und dann war praktisch, hat er noch auf den Sommer gedrückt, dass ich reinkam und die Tür oben war dann offen. Achso, und er hat dir beschrieben, du musst geradeaus gehen, links naja, der Raum. Ich musste der Stimme nachgehen. Ach, der also, Stimme. Das war schwierig. Ja, so. Und die ich vermute mal, dass es an einem Abend war. Ja. Dass eh schon die restliche Wohnung auch schon relativ düster, aber man konnte noch was sehen. Es war alles, also wirklich richtig dunkel. So, und dann, nur die Festbeleuchtung des Weges. Aber dadurch kann man ja keinen erkennen. Die was, die Festbeleuchtung? Die vom Wecker. Ach, vom Wecker. Was? Die konnte man, aber da kann man ja nur Schatten sehen, so Schattierungen ja von jemandem. Aber also ich stelle es mir so vor, du kommst in die Wohnung war ja noch nicht total dunkel. Oder doch? Doch, die ganze Wohnung war total dunkel, nur ein Raum. Nein, war alles dunkel. Alles war dunkel. Mhm. Ach so, und dann hat er dich irgendwo hingelockt. Ja. Ans Bett, wahrscheinlich. Ja, klar. Er hat vorher abgemacht, was laufen soll und. Dann hörtest du die Stimme. Du hast dich betastet, da war vielleicht ein Bett oder was auch immer. Genau. Und dann hast du diesen Mann betastet. Ja. Und dann ging es zur Sache. Mhm. Hattet ihr vorher genau besprochen, was passieren sollte? Ja, so ungefähr. Genau kann man das ja nie besprechen. Ist klar. War es so eher so der normale Sex oder passierte dann auch noch was Ungewöhnliches? Nein, also zuerst ist es ja irgendwo doch auch wie ein Kennenlernen, aber dass man sich erstmal rantasten muss. Also wir haben uns mehrmals nachher getroffen. Mhm. Also immer so, immer dunkel. Also ich habe den bis heute nicht gesehen. Ach so, ihr habt euch dann. Wie ging es denn dann, als du fertig warst oder als ihr fertig wart und du wolltest dann gehen, dann hast du ja, er ging dann raus, weil ich musste dann im Dunkeln da alles wiederfinden. Das geht ja gar nicht. Und dann ging er raus und dann habe ich mich angezogen, ging das Licht aus und dann bin ich nachher gegangen. Ach so, er ist rausgegangen. Du hast das Licht angemacht und hast dich wieder angezogen.
Weil du dann deine Klamotten zusammensuchen musstest. Ja, genau. Dann hast du das Licht wieder ausgemacht und bist gegangen. Ja. Und wie viel Mal hast du diesen Mann getroffen? 4-mal. Läuft die ganze Sache immer noch oder ist es vorbei? Ist vorbei, weil ich jemanden kennengelernt habe. Also ich bin in einer Partnerschaft jetzt. Ja. Wir schreiben ab und zu nochmal so, aber es hat, ist ja mit Gefühl, hat ja mit Gefühl nichts zu tun. Nee, das war eine reine ungewöhnliche Sexgeschichte. Ja, wir haben zwar auch geredet mehrmal oder haben so einen Arm gelegen, aber... Das heißt, du warst 4-mal da und hast den Mann nie gesehen? Nie gesehen, ich würde ihn auch nicht erkennen, also wenn ich den... Ich meine, du hast es gerade natürlich gesagt, das ist irre gefährlich, ne? Ja. Irre gefährlich, das ist also nicht zur Nachahmung empfohlen. Nein, auf keinen Fall. Was hat dir das Gefühl gegeben, das geht gut? Gar nichts. Ich war in der Phase so drauf, dass ich niemanden wollte, also aber auf Sex auch irgendwo nicht verzichten wollte. Mhm. Irgendwie, dadurch, dass man sich nicht gesehen hat, habe ich mir zuerst mal eingeredet, ist nicht so schlimm. Weil ich bin an für sich ein ziemlich normaler Typ sonst. Also das ist ein Highlight in meinem Leben praktisch. Was ist denn der Reiz daran, das im Dunkeln, im komplett Dunkeln zu machen? Der Reiz insgesamt war dran, für mich Sex mit jemandem zu haben, den ich überhaupt nicht kenne. Das könntest du ja auch im Hellen haben. Oder ja, aber normalerweise lernt man jemanden kennen, Händchen halten und das dann so läuft. Und das fiel ja komplett weg. Also es war irgendwie eine spannende Sache. Ja, das ist in der schwulen Szene auch sehr verbreitet, wenn du es vielleicht weißt. Diesen Darkroom-Sex gibt es in Diskotheken und in Kneipen, wo die Jungs dann halt auch in völlig abgedunkelte Räume gehen, im Keller von Kneipen oder so. Ja. Und treffen dann auf ganz... Ich muss mal was anderes zu erleben. Also man, nicht, dass ich damit irgendwo mal angehen könnte. Ich meine, meine beste Freundin, die weiß es, die wusste, wo ich bin, die hatte die Telefonnummer, also da hatten wir so abgemacht. Achso, du hast dich schon ein bisschen abgesichert schon. Ja, aber ich meine, genützt hätte es mir nicht. Nee, wenn er dich umgebracht hätte, dann wäre es passiert, ne? Und ja, aber der wäre nicht ungeschoren davon gekommen. Naja, das ist ein schwacher Trost für dich. Hast du nicht die Sorge gehabt, also ich hätte immer Sorge, wenn ich sowas machen würde, dass ich da irgendwie an einen Menschen gerate, den ich nach meinem Geschmack abgrundtief hässlich finde und eklig finde. Hast du da nicht die Sorge gehabt? Nee, irgendwo durch die Stimme, die also erstmal, dieses Schreiben ist ja unpersönlich, aber so wie man eine Stimme hat zu irgendjemand, ist schon für mich eine Spur persönlicher. Man spricht viel und irgendwo bilde ich mir auch ein, alt wie ich bin, dass man ein bisschen Lebenserfahrung hat, um jemanden einschätzen. Menschenkenntnis, ja, man kann sich schon sehr täuschen. Ja. Sicher, aber... Jetzt wart ihr irgendwann nackig, ihr beiden. Ja. Dann hast du ihn auch angefasst und betastet. War er so auch vom Tasten her so nach deinem Geschmack? Ja, war groß, schlank. Ah ja. War alles dran? Fühlte sich gut an. Ja. Also, war das zum ersten Mal, hast du gerade gesagt, das erste Mal so eine ganz ungewöhnliche Sexerfahrung, die du gemacht hast? Ja, ich hatte da, war geschieden, so ein, vielleicht ein Dreivierteljahr. Ja. Und da habe ich gedacht, kommt nichts mehr, hat sich erledigt für mich. Jetzt musst du mal richtig Sau rauslassen. Das ist eine saubere Sache. Irgendwie, man investiert nichts. Mhm. Und man hat auch keinerlei Verpflichtungen. Mhm. Habt ihr denn wenigstens mit Gummi? Nein. Auch nicht? Nein. Also das finde ich schon sehr leichtfertig, Claire. Ich meine, die ganze Sache ist leichtfertig, aber das war der I-Punkt jetzt noch drauf. Mhm. Ich hoffe, dass deine Lebenserfahrung dich demnächst vor so etwas schützt. Ja, das war meine sexuelle Lebenserfahrung war nicht so groß. Das heißt, war ich zu lange verheiratet wahrscheinlich. Ja. Das heißt, du bist jetzt wieder in richtig normalen, festen Händen. Ja. Und da ist auch nicht so ein ganz geheimer Reiz in dir, mal das nochmal zu machen nebenher. Nein, das ist abgeschlossen irgendwie. Abgeschlossen. Also, interessante Erfahrung und das war's. Genau. Ja. So kann man sehen. Interessante Geschichte. Ich bin froh, dass es gut gegangen ist und dass wir gut haben miteinander reden können und dass du heil und gesund bist. Ja, bin ich auch. Liebe Claire, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt Bettgeschichten. Was habt ihr in einem Bett, wegen eines Bettes schon alles erlebt? An verrückten, an skurrilen, an erotischen, aber vielleicht auch an ernsten Sachen. 0800 220 50 50. Hier ist Lena und Lena ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lena. Zum Thema. Meine Bettgeschichte
Mein Ehemann und ich sind zusammengekommen. Da war ich damals 15 Jahre. Oh, wie alt ist denn der Ehemann gewesen? Damals? Ja. 24. Ja. Und ja, wir sind auch das erste Mal im Team geworden, als ich noch 15 war. Mhm. Und das war damals, ich hatte zwar unheimlich Lust drauf, ich war auch ganz neugierig. Mhm. Und das war alles positiv und er war ganz zärtlich und ganz einfühlsam, aber irgendwie hat es sich nicht so angefühlt, wie ich es erwartet habe. Mhm. Auch gerade so im Nachhinein. Mhm. Und er hat ja schon Erfahrungen und du vermutlich keine. Nein, er witzigerweise auch nicht. Er auch nicht, ah ja. Nein, also es war für uns beide neu. Mhm. Und ja, es war eigentlich immer über die ganzen Jahre hinweg schwierig für mich. Mhm. Obwohl ich konnte das nie begreifen, ich konnte das nie fassen, ich konnte jetzt auch nie wirklich einen Grund dafür nennen. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht ihm die Schuld dran geben können, dass er jetzt vielleicht zu grob gewesen wäre oder nicht auf mich geachtet hätte oder so. Aber es hat dir keinen Spaß gemacht und du konntest dich nicht richtig gehen oder fallen lassen. Ich konnte mich weder richtig fallen lassen und ich hatte vor allem immer im Nachhinein so das Gefühl, irgendwas war jetzt nicht richtig oder ich habe mich... Du hast gerade gesagt, mein Ehemann. Ja, du hast dann diesen Mann hast du geheiratet. Diesen Mann habe ich geheiratet, ja. Wie alt warst du da? Wir haben erst vor etwas über einem halben Jahr geheiratet. Ach so. Und die Erklärung kam dann eigentlich 2003. Da war ich in der Reha gewesen. In der Reha? Warum? Wegen Depressionen. Erstmal so war der Verdacht. Also ich war so kurz vorm Abitur gewesen und hatte irgendwie einen Zusammenbruch und war dann in der Reha gewesen, in der psychosomatischen Reha. Mhm. Und dort fanden Gespräche statt. Mhm. Und auf einmal über Nacht kamen Erinnerungen zurück, die ich einfach all die Jahre verdrängt hatte. Was waren das für Erinnerungen? Sexueller Missbrauch von der Kindheit. Ja. Was eben schon mit 6, 7 Jahren angefangen hat. Und wie lange andauerte? Bis ich 13, 14 war. So lange? Und das hattest du verdrängt? Ich wusste nichts. Ich wusste absolut nichts. Also bis du 13, 14 warst und du hast mit 15 deinen Freund kennengelernt? Ja. Und hattest das nicht mehr im Kopf? Überhaupt nicht, nein. Wer war der Täter? Es gab mehrere Personen. Also sowohl im Familienverwandtenkreis als auch außerhalb. Das ist ungewöhnlich, oder? Was waren das für Personen? War das dein Bruder, der Vater? Oder? Mein älterer Bruder ist es gewesen. Mhm. Mein Großvater. Mhm. Und ja, noch. Es gab noch ein Ereignis. Noch ein Ereignis? Ja, das kann. Also, ich hab Bilder im Kopf und genaue Erinnerungen, die zwar. Ja. Klar sind, aber sehr bruchstückhaft und das ist niemand, den ich kenne, den ich genau benennen könnte. Und du bist sicher, dass die Zuordnung Bruder und Großvater, dass das stimmt? Ja. Mhm. Da sind sehr, also detailreiche Erinnerungen da und diese Gefühle, die dann auf einmal aufkamen im Zusammenhang mit dieser Erinnerung, waren dann auf einmal klar, dass das, was ich gefühlt habe, wenn ich eben mit meinem Mann geschlafen habe, dass das so deckungsgleich war, obwohl das da eigentlich überhaupt nicht für mich hingehört. Hat dir denn diese Erkenntnis oder dass du dann in deine Vergangenheit hast einsteigen können, hat dir das geholfen in der Sexualität mit deinem Mann oder Freund? Nein. Also ich denke, genau zu wissen, was ist, das hilft sicherlich schon mal. Vor allem, weil er dann auch wusste, was los ist. Er hat ja auch gemerkt, dass irgendwas... Du hast es ihm erzählt. Wir haben offen darüber gesprochen, ja. Das heißt, dass selbst bis heute du dich auch in der Sexualität noch immer nicht fallen lassen kannst? Nein. Du hast keinen wirklichen Spaß daran? Nein. Du machst es... Obwohl ich trotzdem... Lust darauf verspüre, also es ist sehr verdreht. Ich möchte gerne mit ihm Sexualität erleben und es fühlt sich, wie gesagt, auch alles
alles gut an, aber trotzdem ist es dann eigentlich regelmäßig so, dass es irgendwie kippt. Ja. Und sich das dann, wenn das erstmal gekippt ist, total schwer steuern lässt, dann noch was passiert die dann? Kurve zu kriegen. Ja, was passiert dann, wenn es kippt? Was tust du dann? Was passiert? Meist verfalle ich in alte Verhaltensmuster. Das heißt, ich merke, es fühlt sich nicht gut an. Ich merke, es fühlt sich so an, als würde ich es auf einmal nicht wollen. Ja. Und ich kann aber nicht weg. Ja. Ich lasse es mit mir machen. Das ist dann mitten in der Sexualität, das passiert ja mitten in der Sexualität mit deinem Freund bzw. Mann. Ja. Gibt es mittlerweile ein Zeichen, was du ihm gibst, dass er aufhören soll? Oder lässt du es dann wirklich über dich ergehen? Wenn ich es mitbekomme, also so, dass ich agieren kann, dann sage ich natürlich auch sofort Stopp. Wenn er es mitbekommt, dass irgendwas nicht ist, dass irgendwas nicht stimmt. Aber du kriegst es bewusst manchmal gar nicht mit. Nein, manchmal ist es dann wirklich, als wäre ich gar nicht mehr in meinem Körper und müsste das alles über mich ertragen lassen und bin irgendwie zwar noch da, also ich bin ja da nicht ein totes Stück Fleisch, es fühlt sich einfach überhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich dann danach sehr schlecht fühlst. Ja. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du noch nie einen Orgasmus erlebt hast. Ja. Und das macht es natürlich sehr schwer, überhaupt noch Sexualität miteinander zu leben, weil er natürlich inzwischen auch sehr, also zu behutsam natürlich auch geworden klar ist. Er hat ja sicher auch Angst, wie soll er an dich herangehen, dass er dir nicht wehtut seelisch und so weiter. Ich vermute ja, so wie du es schilderst, dass dir wirklich sehr, sehr Schlimmes angetan wurde früher. Bist du denn in der letzten Zeit therapeutisch behandelt worden? Ich habe jetzt eigentlich innerhalb des letzten Jahres ein sehr gutes therapeutisches Konzept und bin inzwischen auch sehr gut betreut. Ah ja, das heißt, in dieser Therapie wird auch darüber gesprochen? Über das direkt habe ich so noch nicht gesprochen, nein. Also über die Sexualität mit meinem Mann. Aber über die Vergangenheit schon? Ja. Ja. Und du fühlst dich da gut aufgehoben in dieser Therapie? Ich fühle mich da zum ersten Mal tatsächlich bei meiner Therapeutin sehr gut aufgehoben. Aber auf der anderen Seite habe ich ganz ehrlich noch nie ihr gegenüber erwähnt, dass das eigentlich solche Auswirkungen auf mein Sexualleben hat oder beziehungsweise momentan Sexualleben unmöglich macht. Aber Lena, guck mal, du hast es mir jetzt hier vor ganz vielen Leuten so ganz normal erzählt. Erzähl es ihr doch auch. Es ist wichtig für sie, dass sie das weiß. Ja. Schämst du dich, ihr das zu sagen? Oder? Ich glaube, dass es einfacher war, dir das zu erzählen, weil du natürlich auch ein ganzes Stück weiter weg bist und wir jetzt heute miteinander reden und dann nie wieder. Ja, natürlich, ja. Und meine Therapeutin sehe ich zweimal die Woche und sitze ihr nur einen Meter weit weg und sie kennt sehr viel. Aber vielleicht ist das ein kleiner Anfang gewesen, jetzt, dass du es hier ausgesprochen hast. Vielleicht fällt es dir somit leichter, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten es auch in deiner Therapie zu sagen, weil es bestimmt wichtig ist, glaube ich. Ich hoffe es, ich wünsche es mir, ja. Sind die Täter irgendwie belangt worden? Nein. Nein. Überlegst du das noch zu tun, oder? Es war bisher für mich noch nicht richtig ein Thema. Also was meinen Großvater betrifft, der ist inzwischen in einem Pflegeheim, der vegetiert vor sich hin. Das ist, also da brauche ich irgendwie innerlich nicht drüber nachdenken, irgendwas zu belangen. Und was meinen älteren Bruder betrifft, das habe ich damals im Zuge der Hochzeitsvorbereitung meiner Mutter dann erzählt, dass ich, also meinen Bruder nicht
einladen möchte zur Hochzeit, dass der also ausgeladen ist und habe eine sehr negative Erfahrung gemacht. Weil sie abweisend reagiert hat? Sie glaubt es nicht? Sie sagte, dass sie sich das nicht vorstellen kann und selbst wenn das so gewesen ist, dann sei es das Normalste der Welt, wenn ich mich mit ihm an einen Tisch setze und das bespreche und aus der Welt schaffe. Also das ist so die Kurzfassung und das hat mich... Keine einfühlsame Mutter. Nein. Nee, das muss man wirklich so sagen. Das hat mich eben sehr schockiert und da ist so der Gedanke für mich, selbst wenn ich das zur Anzeige bringe und ich bin in Beweispflicht nachzuweisen, was vor Jahren geschehen ist. Ich glaube auch, dass, wenn es je so sein sollte, das noch nicht jetzt so weit sein kann, weil du da noch gar nicht so weit bist. Und ich glaube, dass man das auch immer nur in der Therapie abstimmen sollte. Wichtig ist, dass du dich jetzt erstmal um dich kümmerst und dass du eine Stabilität bekommst und dass du einigermaßen klarkommst mit allem. Liebe Lena, ich weiß nicht, wenn du gut psychologisch betreut bist, dann möchtest du kein Gespräch mit meiner Psychologin mehr? Nein, ich denke nicht. Ja, das kann ich verstehen und ich bin froh, dass du in guten Händen bist. Ja. Ja, Respekt, dass du angerufen hast, finde ich gut. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist noch Reinhard. Reinhard ist 57. Guten Morgen. Moin Domian. Hallo Reinhard, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir versuchen es. Ja, ganz, ganz kurz erstmal, was bist du für ein Mensch, dass du so ein Mitgefühl für deine Zuhörer hast? Ja. Ich danke dir für das Kompliment. Nicht zu danken. Und dann ganz kurz, meine Frau, die macht mich extrem eifersüchtig durch irgendwelche Äußerungen. Mhm. Sie hat kurz vor ihrem Höhepunkt den Namen Helmut geflüstert. Hat aber laut ihrer Aussage nichts zu bedeuten. Aha. Erstens hätte sie den Namen nicht gesagt und wenn ich den gesagt habe, dann hat das aber nichts zu bedeuten. Aber dann, es irritiert einen schon, wenn die Frau plötzlich natürlich. Helmut sagt, wenn man Reinhard heißt. Ne? Dann hatte ich sie, weil wir in der Stadt wohnen und sie seelisch ziemlich down war, in ein kleines Dorf gebracht zur Erholung, habe sie dort besucht, da sagte sie zu mir nur, also ich schnatter das jetzt runter, damit du das verstehen kannst. Da sagte sie nur zu mir, das ist schön, dass du kommst, aber bist du nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich nicht alleine sein könnte? Dann habe ich da hinterher so ein bisschen nachgeforscht und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ich habe so den Eindruck, als wenn ich zu früh gekommen wäre den Abend. Dann sagte sie nur zu mir, wieso zu früh? Vielleicht bist du ja auch zu spät gekommen, vielleicht war der andere schon weg und außerdem... Sowas muss man nicht unbedingt abends machen, das kann man auch nachmittags machen. Was ist denn da los? Ja, vielleicht hab ich auch deshalb meine Gardinen zugezogen. Da war ich natürlich sehr verletzt und zwei Jahre später wurde sie sehr krank und kam anschließend zur Reha. Da fragte ich, wie man so in dem Gespräch dann fragt, na, was gibt's Neues? Da sagte sie nur zu mir, ach, es gibt nicht viel Neues, es sind viel neue Leute gekommen heute, aber mach dir keine Sorgen, da ist nichts Gescheites bei. Ich muss dir aber auch sagen, ich habe das Objekt meiner Begierde noch nicht gefunden. Ich habe aber auch noch nicht intensiv Ausschau danach gehalten. Da war ich natürlich total platt. Na, aber hallo, das sind ja alles keine Komplimente. Da war ich total platt. Jetzt ist sie zurzeit in der Psychosomatik wegen Burnout. Ja. Dann hatte sie einen Patienten, da hieß es nur, der Uwe hier, der Uwe da. Selbst als wir miteinander intim waren, ich sage es jetzt wirklich so, wie es wirklich war, wir hatten uns gerade getrennt, körperlich getrennt, keine 30 Sekunden ging es wieder los, der Uwe hier, der Uwe da. Und aber jedes Mal, wenn ich sie frage, dann heißt es nur, oh, hör mal, das ist mir gar nicht aufgefallen, da habe ich mir gar nichts bei gedacht. Reinhard, wie lange seid ihr verheiratet schon? 22 Jahre. 22 Jahre. Ja. Klingt für mich so im ersten Moment vom Eindruck her, dass da aber eine ganze Menge nicht in Ordnung ist bei euch. Ja, nur der Unterschied ist, sie wirft mir meine extreme Eifersucht vor. Nur, wenn ich ihr sage, du provozierst meine Eifersucht ja durch deine Bemerkung. Ja, ja. Da hat sie, als diese eine Sache war, da hat sie mir wortwörtlich gesagt, ich wollte, dass du in deinem eigenen Saft schmorst. Und das ist auch gut so. Und